So, natürlich begleiten wir auch die Indoor-Beach-Meisterschaften des BVVs. Und alte Bekannte sind natürlich auch immer da. Die Titelverteidiger. Seid ihr überhaupt Titelverteidiger? Nein. Ich. In der Halle. Genau. Donner, hier beim Einspielen für das Halbfinale. Gegen wen spielt ihr? Steinberg. Okay. Einer, der da ist, okay. Ja, die sind meistens gespielt. Die einzige Frage, die es heute zu beantworten geht, Hannes, wirst du diesmal durchhalten? Temperaturen sind nicht so heiß. Ich weiß, du willst darauf immer wieder angesprochen werden, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man in deinem Alter noch Sport macht. Da kann man auch mal ein bisschen Konditionsprobleme bekommen. Wie ist es um deine Fitness bestellt und wie lief es bisher? Wie war jetzt nochmal die Frage? Wie es um deine Fitness bestellt ist und wie es bisher lief und ob du schon genug Elektrolytgetränke getrunken hast. Also drei Fragen. Drei Fragen und eine davon. Was man auch. Die erste war Fitness. Ja, okay. In Deutschland auf der Messe viel rumgelaufen. Ich denke, das müsste reichen so von Laufpensum. Und Elektrolyte habe ich Freitag habe ich noch mal so eine extra Portion genommen. Okay. Also ihr seid quasi positiv gestimmt. Wir sind ganz positiv gestimmt, auch wenn wir bisher immer verloren haben gegen sie. Die journalistische Genauigkeit fordert es von mir nochmal nachzufragen. Du hattest ein Fernsehinterview, in dem es um eure härtesten Gegner Dorand Hauser ging. Da hattest du gesagt, du hättest nichts gegen eine Nicht-Teilnahme der beiden. Jetzt ist Max Hauser krank. Ja. Die Gerüchte in der Halle besagen, ob Herr Buchner Schuld dran hat. Nee, wir haben die gute Puppe nicht aktiviert, okay. Die wir ja, wie alle wissen, zu Hause haben. Er ist von ganz alleine krank geworden, okay. Und ja, nur allerbeste Genesungswünsche.